11 minutes past 7 glass, bordering the techno there, isn't it? You should know me. Well, you should know me by now, after all these years. And we have a regular spot every day here on FFVR, and it's really good. It's history with a capital H. As you know, Austria's history is full of inventors who didn't get enough credit for their great invention. Ja, aber wir haben auch ein paar Erfinder, deren Erfindungen leider gar nicht funktioniert haben. Well, like Franz Reichert, a very successful tailor who had a dream that ended in a nightmare. 4000 Jahre Niederlande. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Österreichs Geschichte auf FM4. Folge 28, Franz Reichelt. 4. Februar 1912 in Paris, 8.20 Uhr in der Früh. Der österreichische Schneider Franz Reichelt steht am Eiffelturm und wird bald runterspringen, um alle von seiner Erfindung zu überzeugen. Einem Fallschirm. 2 Minuten später wird er nicht mehr leben. Wie kam es dazu? Franz Reichelt hat sich eigentlich ein schönes Leben erarbeitet. Geboren 1878 in der Nähe von Prag, geht er mit 15 nach Wien, um eine Schneiderlehre zu machen. Über Brüssel und Berlin landet er 1903 in Paris und er öffnet einen Salon für Damenmode in einem nahe der Oper. Reichelt spricht anfangs kein Wort Französisch, das Geschäft floriert trotzdem. Aber Reichelt hat einen großen Traum. Er will einen Fallschirm entwickeln. Die Fliegerei war damals das neue große Ding, aber viele Piloten sterben. Das will Reichelt ändern. Er schneidet einen Fallschirm und experimentiert. Anfangs mit Puppen, dann springt er selbst aus 6 Metern Höhe und verletzt sich. Aber auch wenn alle Fakten dagegen sprechen, Reichelt glaubt an seine Erfindung. Am 4. Februar 1912 begrüßt er eine große Schar an Medienmenschen und Schaulustigen vor dem Eiffelturm. Er steigt auf eine Brüstung und zögert. Aber die jubelnde Menge unter ihm und die Kameras, die alles filmen, überzeugen ihn, er springt. Doch der Fallschirm funktioniert nicht. Reichelt stürzt zu Boden und ist sofort tot und wird berühmt. Da die Filmaufnahmen noch heute existieren, sprach der französische Filmemacher François Truffaut einmal von Reichelt als ersten Opfer des Kinos. Nur wenige Monate nach Reichelts Tod wird der erste Pilot mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen und überleben. Die Populärkultur hat ihn nicht vergessen. So gibt es eine Graphic Novel über Reichelt, einen Roman und sogar ein ganzes Reggae-Album, das ihm gewidmet ist. 4000 Jahre Niederlande. Die ganze österreichische Geschichte. Erzählt von Roland Kratzer. FM4 Morgenshow.